Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Gespielt habe ich es schon mal. Das ist jetzt aber auch schon einige Jahre her. Und ich freue mich sehr drauf. Wir spielen jetzt hier am PC. Ich werde es mit einem Controller spielen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Zu 100% habe ich das noch nie gespielt. Ich habe es früher versucht, aber halt nie geschafft. Deswegen freue ich mich umso mehr hier drauf. Und auch wenn jetzt hier schon ein Spielstand existiert, ich habe da noch nicht gespielt. Ich habe es nur kurz gestartet, dann gab es einen Fehler in der Aufnahme und dann war eh alles verloren. Deswegen neues Spiel, der Spielstand wird einmal überschrieben und wir beginnen mit dem Spiel. Und hier sind wir nun. Dieses Lego-Videospiel gehört auch zu einem der, die ich früher nicht allzu häufig gespielt habe. Aber ich mag es sehr. So. Da ist so viel Geld drin, warum kommt man da nicht ran? Okay, dann hier einmal aufbauen. Und Geld sammeln. Und der kann die Sachen hier, glaube ich, ja reparieren. Funktioniert auf jeden Fall. Oh, ein Tausender. Da gibt es hier noch verstecktes Geld an der Wand. Oh, ein Tausender auf jeden Fall. Und sogar ein Zehntausender. Lohnt sich immer, die Sachen abzusuchen, die man nicht sieht. Nein, nicht werfen.
einmal dran. Nein, was machst du? So. Oh, was kann ich denn? Da konnte ich... Oh, ne Haken. Die kann man abwerfen. Und das war... das Falsche. Oh. Jetzt habe ich da die Karotte reingeworfen. Esel, nimm. So, und mit dem hier war das, ja. Achso, gedrückt halten. Oh, Kampf gegen Jack Sparrow. Und das ging schnell. Der haut früh ab. Der hat jetzt schon Angst vor mir. Okay, den Wagen hier kann man noch komplett zerstören. Oder auch nicht komplett. Erstmal umgucken und alles einsammeln. Und jetzt kommst du her. Ich werde eh gewinnen. Du hast keine Chance. Hast mir noch nicht mal Schaden gemacht. Nee, du kommst. Bleib her. Bleib hier. Stehen bleiben. Toll, nun ist der Weg verschüttet. Und hier sitzt ein Hund. Naja, erstmal den Tisch zerstören. Und die Wand erstmal langlaufen. Oh ja, hat sich jetzt schon gelohnt. Okay, ich habe eigentlich mit Geld gerechnet. Aber leider kein Tausender mehr. Schade. Oh. Das wollte ich nicht, aber gut. 1 von 7. 2 von 7.
Achso, dafür braucht man den Hund. Knochen? Nein, Knochen. Komm. Hund, ess. Wachhund. So, dann... Ja, Will Turner. Der Hund ist ein bisschen zu schwach dafür, um das hier zu heben. Und dann hebeln wir das Schloss einmal auf und... Captain Jack Sparrow ist wieder frei. Oder oben kann man was abwerfen. Da nicht. So. Achso, die Lampen hier. Und eine noch, das sollte die hier sein. Ja. Und wir kriegen eine Flasche. Ich habe keine Ahnung, wie die Minikits in diesem Spiel heißen. So, Sparrow, dann drehen wir an dem anderen Rad. An dem anderen Rad. Und nach draußen. Okay, wir sind wirklich draußen. Es sieht so aus, als ob man dort oben drauf kann. Ja, hier ist auch so eine Kletterwand. Ja, toll, nur das meiste Geld davon fliegt nur leider aus der Map raus. Und das hier noch. 1000 hat das sogar gebracht, die blaue Fahne. Dann öffnen wir mal das Tor und da kommen schon direkt zwei Gegner. Oh, das war einfach. Ach, Sparrow, dann können wir ja mal mit dir spielen. Und da kommen noch mehr. Aha. Okay, gut. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. So, jetzt sind wir hier am Strand. Was nun? Achso, da ist ein Gegner. Pack die Muskete weg. Also, was kann man hier bauen? Ein Sandschiff. Oh, sag doch Bescheid, dass du hier Geld wegwirfst. Dass du hier Geld loswerden willst. Dann hätte ich dir das auch direkt abgenommen. Noch ein Sandschiff, glaube ich. Ja doch, aber sogar ein größeres. Und hier ist noch ein Sandschiff. Nein, eine Sandburg. Oh, ups. Wieder zerstört. Und nochmal aufbauen. Aber gibt bestimmt nicht nochmal Geld. Oh doch. Geht das nochmal? Ja, nee, leider nicht. Aber hier ist noch so ein Sandschiff, so ein kleines. Was ist das? Achso, das ist das mit dem Kompass. Mit dem Kompass hier kann man Sachen finden. Und Hund. Grab.
Eins von acht oder irgendwie sowas stand dort unten, glaube ich. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier auf die Pfeiler drauf. Oh, da ist noch so ein Minikit. Was kann man denn damit noch finden? Eine Krabbe? Keine Ahnung. Eine Krabbe. Hier endet's. Ich glaube mal, das heißt irgendwie, dass man dort oben hin soll. So, dann eine Muschel. Hier. Nehme ich mit. Setze ich auf. Gut. Sieht doch schon viel schöner aus. Und Planken. Hier vorne? Ne, hier lang. Dann hier? Ne. Hier vorne dann also? Auch nicht. Dann also hier. Ja. So, vermutlich wieder der Hund. Ja. Und dann, der kann aber nicht bauen leider. Und wir haben einen Übergang gebaut. Hier kann man auf jeden Fall noch nach oben. Warum hat das jetzt kein Geld gegeben? Naja, immerhin liegt ja noch genug Geld rum. Und erstmal alles zerstören, ganz wichtig. Oh, da liegt ein Tausender. Und hier ist irgendeine Bowlingkugel oder so. Wenn die Gegner mitspielen, werfe ich den mal runter. So. Ihr fangt. Und runter mit dir. Nein! Gut. Da habe ich wohl gegen die Kugel verloren. Ist auch schön. Ah ja, gut. Die Schüsse kann man logischerweise nicht zurücklenken. Das hatte ich nämlich gerade vor. Ach, da oben ist noch ein Minikit. Und da war gerade ein kleiner Lag. Daneben. Daneben. Aua, getroffen. Ja, schaff's aber nicht nochmal. Das wird knapp. Schnell weg hier. So, das Fass einmal. Na gut, wie kriegen wir das darüber? Ich glaube nicht, dass es hier drauf kann. Doch, das geht. Das Brett hat sich nur leicht durch. Leicht runtergebogen. So, dann einmal das Tor öffnen. Ich würde dort hier gerne einmal oben rein. Geht das? Ja, ja, okay. Hier kommt man auf jeden Fall hoch. Und hier gibt es aber leider auch nur ein bisschen Geld. Warum leider eigentlich? Das ist gut. Das ist sehr gut. Geld ist immer gut. Und hier ist... Was ist das? Ein Tisch. Geld ist hier auf jeden Fall. Aha. Da komme ich nicht ran. Dafür ist Jack Sparrow zu klein. Oder kann halt nicht hoch genug springen. So, ein neues Sandschiff. Nein, nee, was? Hallo? Bau das Schiff drauf. Okay, der eine hat uns auf jeden Fall bemerkt. So, jetzt können wir da rein. Und unter Wasser. Hier rein jetzt? Ja, tschüss. Und jetzt mache ich allein weiter. Ich bin gar nicht da, beachtet mich nicht. Beachtet mich einfach nicht. Und jetzt greife ich an. Hier ist Ende. Wie kommt man da hoch? Aua, da ist noch einer.
Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ach verdammt, das geht nicht. Gib mir das Geld. Das brauche ich. Wie ist der Hund da unten hingekommen? Na, ihr wusstet es doch, dass da ein Tausender versteckt ist. Oh, verdammt, hallo. Ich weiß nicht, was man in diesem Spiel wird, wenn da oben die Geldanzeige voll ist. Wahrer Pirat vielleicht? Möglich wär's. So, dann nehmen wir einmal dieses Rad mit. Und einmal ransetzen. Aha. Geld, ich komme. Und wahrer Pirat, tatsächlich. Und wieder hier, na toll. Da daneben. Einfach schnell wieder weg hier. Jetzt tauschen wir mal das Fass. Wo ist Will? Der ist irgendwo zurückgeblieben. Ah, okay. Das fährt kein zweites Mal nach oben. So, was hat das jetzt aber gebracht? Ah, okay, hier ist ein Seil. Aha. Und rüber aufs Schiff. Kann man hier noch erkunden? Ja, kann man tatsächlich. Kann man sogar noch Sachen zerstören, um Geld zu kriegen. Kann man wahrscheinlich gleich nicht mehr erfahren, aber Geld ist gut. So, schon 106.000 Stats. Gut, dann fahren wir mal los. Port Royal, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Freigeschaltet, Fluch der Karibik 2, am Ende der Welt, fremde Gezeiten. Mr. Brown. Ach, das sind jetzt die Charaktere. Will Turner. Wachhund. Captain Jack Sparrow. Wahrer Pirat. Sind wir geworden. Und 106.000 ist das insgesamt. Naja, ein bisschen mehr. 106.574. War nur nur geraten. Ah, da sieht man jetzt noch die Sachen, die man gefunden hat. Die Planken, das Teil, die Muschel und mehr nicht. Minikits haben wir 3 Stück und da kommt irgendein Schiff raus. Und goldene Steine, natürlich 2 Stück, aber es gibt nur 85. Relativ wenig, würde ich mal sagen. Hinweise sind nun deaktiviert. Du kannst sie im Optionsmenü wieder aktivieren. Okay. So, nee, wir gehen mal zurück zum Hafen. Oder das erste Mal zum Hafen. Die Ladebildschirme hier mochte ich immer sehr. So, das hier ist nun die Overworld. Hier gibt es auch noch Sachen zu zerstören. 12 goldene Steine, ja. So viel habe ich nicht. Hier sind Hühner. Ah, okay, das hier sind die verschiedenen Level. Ja, nee, will ich nicht starten. Also hier ist dann Fluch der Karibik 2.
am Ende der Welt und fremde Gezeiten. Ja. Ah, hier werden nur 8 benötigt. Aber ich erinnere mich an was. Und zwar, nicht, dass hier Krokodile sind, sondern, dass hier vorne oder hier hinten auch noch was ist. 24 goldene Steine für das. Es gibt natürlich auch rote Steine. Ich glaube, durch damit hier irgendwie hatten wir damals einen bekommen. Ja. Alle Teile davon müssen im Boden stecken. Und habe ich damals nur schwer hinbekommen. Und heute kriege ich es auch nicht wirklich besser hin. Hey, was soll... Hä? Was war das denn gerade? Es war doch ganz klar geschafft. So, jetzt aber. Ah ja, ein roter Hut. Und es ist... Oh. Schatz mal 2. Okay, direkt schon mal den wichtigsten goldenen Stein für den Anfang gefunden. Nur leider fehlen dafür noch ungefähr 400.000 Stats. So, hier braucht man 16 goldene Steine. Nicht fressen lassen. Aha, da oben links steht auch wer. Mr. Brown steht da und spioniert uns aus. Oh, aua, okay, da ist ein Charakter, den man kaufen kann. Und da war Mr. Brown ein zweites Mal. Na gut. Aber ich denke mal, hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.